Herzlich willkommen zur 79. Folge 27 mit dem Felix. Hallo. Guten Tag. Dann machen wir jetzt einfach das Warhammer-Städte vorbereiten. Schön. Damit das dann genauso läuft wie bei dem anderen Spielstand, dass ich wortwörtlich gefühlt 10 Städte vorbereitet habe. Aber am Ende des Tages keine von den Sets, weil ich einfach das Geld dafür nicht habe, weil ich sowieso schon gefühlt habe, was wie viele Millionen im Minus sind. Na gut, ich muss ja mal gucken. Jetzt ist hier gerade der Postzug da angekommen, mal wieder bei dir. Kann aber nicht sofort losfahren, weil er nur 48% von 50 hat. Verdammte Axt. Asse ist ein Perfektionist zu sein, habe ich das schon mal erwähnt? Wieso? Weil ich meine Städte direkt dann aber auch alle so aufbaue, dass sie fertig sind, so dass da halt wirklich viel mehr gemacht werden muss. Ja, genau. Ich auch. Also ich mache jetzt gleich die... die Heiligstädte setze ich noch nicht, aber... Die S-Bahn-Linien und sowas alles, das beziehungsweise nicht die S-Bahn-Linien, sondern die Gleise und sowas, das setze ich alles schon. Ja, aber du lässt ihnen ja noch die Chance, theoretisch gesehen zumindest, dich auszuweiten. Das haben sie ja bei mir nicht mal. Bei mir steht ja die tolle Stadtmauer. Ja, die wollte ich auch noch setzen, weil hat natürlich Vor- und Nachteile, ne? Richtig, aber bisher überwiegen in meinem Kopf die Vorteile. Genau, der große Vorteil ist halt, sie bauen sich halt nicht nach links und nach rechts aus, sondern halt nach oben. Die Stadt möchte wachsen, die Stadt kann nicht wachsen, was jetzt das... Oh, Shittings, das war falsch. Was jetzt das Dings betrifft, den Platz, also möchten sie aber trotzdem wachsen, also bauen sie halt dann... Ja, die Häuser nach oben. Ich. Und das ist halt grundsätzlich gar nicht mal so schlecht. So, der muss noch dazu. Ich muss halt nur gucken, dass ich jetzt mit den Betriebskosten jetzt nicht über meinen, nicht Betriebskosten, sondern Instandhaltungskosten, nicht über meinen Gewinn komme, weil sonst ist das natürlich dann schon doof. Ich bin jetzt schon mal wieder 1000 höher. Meine Betriebs- oder mein Gewinn ist halt mittlerweile von 33.000 auf 17.000. Ja, nahezu nicht eingebrochen, aber halt doch schon gesunken, also deutlich spürbar gesunken. Das wird schon.
Einmal den, warum ist da am nächsten Anzeigefehler? Okay, dann haben wir das doch auch schon mal so. Und das mit dem. Immer ja, ich deswegen immer mal so ein bisschen was machen. Ein bisschen hier, ein bisschen da. Deswegen ist Hälfte der Folge hier die Gleise setzen. Nächste Folge machen wir noch den Strom dazu. War kurzzeitig irritiert, welchen Strom du meinst, bis ich festgestellt habe, bestimmt Strom für die Tram. Genau, für Elektrosonne. Ach was, habe ich hier schon? Oh, okay. Dann können wir jetzt hier noch die Gleise auch noch setzen. So. Nein, das war falsch. Toll, das hat ja 44 Euro gekostet. 44 Dollar Credits, Coins, was auch immer das hier ist. Okay, der Betriebsgewinn ist jetzt bei 12.000 nur noch. Bewegt sich langsam, aber sicher gen Null. Es sei denn, ich habe den großen Vorteil, dass unter Umständen ein Zug noch ankommt. Ich glaube nämlich, bei dir müsste gleich noch irgendwie ein. Hey, warte mal. Nein, das war falsch schon. Shit. Kann kein Signal aufgestellt werden. Ich will das Signal aber abweisen. Da kann man keine Signale abweisen. Auch im normalen AirTool und alle einzeln. Das heißt, ich es mit dem AirTool ab. Nur weil er nicht aufgepasst hat und die Signale falsch schon gesetzt hat. So, da. Wäre schön, wenn der Zug da jetzt bei dem ankommen würde. Der ist schon angekommen gewesen. Was? Ja, und das ist der Postzug, der gerade losfährt. Oh, und der Personenzug war aber auch schon da. Was hat denn der Gate gemacht? Warum habe ich doch von dem Gate nichts gemerkt? Als wenn die so viel einnehmen würden. 22.000. Das mache ich, als wenn die so viel auch einnehmen würden. Gut, der Vorteil ist, beide Züge sind wieder auf dem Rückweg. Gut, aber hier steht halt einfach nichts. Einfach absolut nichts.
Also wenn ich mir so gucke, wie mein Betriebsgewinn so jetzt im Monat ist 33.400, dann auf 27.100, auf 17.500 und jetzt auf 9.300. Da stellt sich bei mir die Frage, wo sind die Passagiere hin? Stellt sich bei mir eher die Frage, warum hast du Betriebsgewinn? Doch, der hat ja auch Betriebsgewinn gemacht, sogar mehr sich. Wow, dafür habe ich im Vormonat 20.000 Minus. Oder vor 37.000 bloß. Wow, dafür habe ich im Vormonat 50.000. Nein, hattest du nicht. Oder? Die Moosgasse in Hannover. Da ist die. Ist auf der Einserlinie. Ich bin heute so scheiße im Schienensetzen, ey, das ist doch zum Kotzen. Nur heute? Sonst bin ich besser als du, aber das ist nicht schwer. Kurz erschreckt, weil die Bäume die Farbe geändert haben, aber egal.
Die beiden Städte sind fertig. Same. Ja, mit 9 Trumps. Oh, dann doch nicht same. Ich glaube, was ich bei mir neue Trumps reinpacken muss, ist Dezember 1912 oder sowas, oder das Größere. So, das ist Braunschweig. Braunschweig 1 starten. Braunschweig 2 starten. Elfgitter 1 starten. Elfgitter 2 starten. Passt. 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 Passt du Details ausmustern. Du Details ausmustern. Du Details ausmustern. Du Details ausmustern. So, dann haben wir jetzt überall. Warte mal, wie sieht das aus mit Hannover 3? Okay. Achso, Linie. Gut, jetzt werden wahrscheinlich alle Städte wieder einmal komplett ausrasten. Dann muss man die Städte einmal wieder komplett leer machen und dann. Sieht die ganze Geschichte auch ganz gut aus. Die Frage ist jetzt, nein. Macht man dadurch, dass die Passagiere, die man hat, zu Sachen wollen, wo sie nicht hin können, würde man mehr Geld machen, wenn man alles jetzt abreißt, was man weiß, dass man nicht anschließt auf seinen Flächen zumindest? Eigentlich ja schon, oder? Würde man mehr Geld machen, sagst du? Ja, weil du dann ja Passagiere bekommst, die wieder Routen finden können, die jetzt aktuell nicht fahren, weil sie keine Route finden. Zum Beispiel habe ich alleine durch mein Hauptsitz 12 bis sogar 16 Leute, die keine Route haben. Dadurch schränke ich mein Städtewachstum ja auch komplett ein. Dadurch, dass ich dauerhaft hier Sehenswürdigkeiten nicht anfahre, weil ich sie nicht anfangen kann. Müsste also von der Theorie her und von der Praxis mein Städtewachstum um locker 10, 20, 30% einschränken. Ich meine, ich habe mindestens 50 Leute, die keine Route finden. In allen Haltestellen, die ich habe kombiniert. Also. Das könnte unter Umständen möglich sein, ja. Ich ja sowieso vor allem Tennisplätze und so weiter und so fort eh zu 100% nicht anfahren werde, außer ich setze mit Glück eine Stadt drüber. Was jetzt aber nicht unbedingt eine große Wahrscheinlichkeit hat bei mir, weil wenn ich irgendwie auf in der Nähe von der, wo ich meine Städte aufbaue, strecke, irgendwie nur ein Tennisplatz noch einer in der Nähe wäre, den ich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vielleicht erreiche. Der Rest steht aber irgendwie am Arsch der Welt. Das heißt, du möchtest jetzt, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, dir die Arbeit machen. Alles, was auf meinen Flächen zumindest steht, abzureißen. Alles, ja. Was auf der Karte steht, abzureißen. Ja, das wäre natürlich eine echt gute Idee. Über was reißen wir das denn ab? Das kannst du nur über die öffentliche Hand abreißen, ne? Richtig. Aber dann würde ich da aber auch Unterschiede machen. Zwar. Zum Beispiel Sehenswürdigkeiten, die relativ nah, ich sage jetzt mal, an Städten dran sind, würde ich vielleicht erstmal lassen.
Aber die Sehenswürdigkeiten, ich sage mal beide, oder von beiden von uns im nördlichen Teil. Selber das wegreißen. Also ich werde auf jeden Fall meinen Flächen außer die Apollo-Tempel wegreißen. Maybe lasse ich die Ruinen noch stehen bei mir und die Schloss Lemin, wenn irgendwo eins von ihnen steht. Aber den Rest werde ich alles rausreißen. Bei mir zumindest. Ja gut, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da leider aktuell keine Kapazitäten für. Meine Option ist entweder ich fange jetzt mit dem an oder ich mache jetzt was weiß ich. Ja, fangen wir schon mal an. Oh, ich glaube, da habe ich noch ein Signal vergessen. Vor allem die Sachen, die auf der Seite stehen, wo ich nichts mache aktuell, sollen definitiv bei mir weg. Geht auch noch ein Signal. Da fehlt sogar noch ein Gleis. Meine Güte. Ist das? Oh, meine Städte rasten tatsächlich aus. Hätte ich jetzt komischerweise nicht erwartet, dass da irgendwie was passiert. Mensch, wie kommt das denn? Der wirklich komplett alles vorbereitet hier. Ja, nicht was. Aber das ist wirklich nichts, absolut nichts in den Städten los und bei mir so. Der Vorteil könnte dann auch nämlich sein, dass die Sehenswürdigkeiten, die in unserer Nähe stehen, Kreativer werden. zumindest eher angefahren werden, wenn nicht 400 auf der ganzen Karte stehen, ne? Müssten 100 sein. Warte mal, dann wechsle ich auch mal in die öffentliche Hand. Warenliste, Stadtliste, Fahrzeugliste, Haltestellenliste, Warenliste, Fabrikliste, Touristenziele. Also ich habe jetzt bei mir alles, was auf meiner Seite steht, abgesehen von Apollo-Tempel und einem Ernst-Moritz-Arndt-Turm weggerissen. Und dann halt unten Ruinen, halt nach da unten und weiter noch nicht. Sagte er, und da ist es noch ein Tennisplatz, und da ist noch ein Tennisplatz. Tennisplätze sind unter Ruinen in der Liste. Pass auf, Da bin dann ich noch nicht. sollte ich Tennisplätze, dann mach ich erstmal alle Tennisplätze weg. Also willst ja bei dir nicht alles weggerissen haben. Du willst ja einige Sachen bei den Ohren schließen. Oder nicht? Tennisplätze nein. Weil Tennisplätze lohnen sich einfach überhaupt gar nicht. Meine Tennisplätze haben Aufkommen von 30. Da muss ich noch nicht mal einen Zug. So, Schönebergtürme, wenn sie nicht unbedingt in der Stadt sind, weil die haben auch nur ein Aufkommen von 50, könnten eigentlich auch komplett alle weg. Oh ne, der ist sogar tatsächlich angeschlossen, der ist in der Stadt.
Okay. Ach so, steht sogar daneben. Die Steifmühlen können auch alle weg. Steht ja sogar in Klammer daneben, was die für ein Aufkommen haben. Richtig. Nur die blau sind oder türkis sind schon angeschlossen. Genau. Also Steifmühle, wenn sie jetzt nicht unbedingt in der Stadt sind, nehmen wir auch alle weg. Na gut, die Ruinen sind natürlich gar nicht mal so schlecht, ne? Deshalb meinte ich Ruinen, Apollo-Tempel, Und Schlemin. das, was in der Stadt drin steht, und Schloss Schlemin, ja. Der Rest kann im Normalfall weg, wenn es nicht in irgendeiner Stadt schon drin steht oder super nah dran. Ah, okay. Die steht im Braunschweig, die Steifmühle, die lassen wir dann da. Ruine, Museumswindmühle. Okay. Fontänen auch weg, ja. Nur 34er. Außer sie stehen halt in der Stadt drin oder super nah dran. Aber ich habe meine eh schon alle raus. Also beim, jetzt alles nach oben ist nur noch deins. Auf deinen Karten stellen. Oder halt eh schon weg. Ich find's geil. Alleine von den Ruinen stehen irgendwie 6 Stück oder 7 Stück auf einer Ecke bei dir oben links. Echt? Da stehen super viele an einer Stelle, ja. So, Aussichtsturm. Weg damit. Oh, ja, okay, in die Apollo-Tempel bleiben. Doch ganz schön viel Apollo-Tempel, ne? Dorfkirchen, weg damit. Sind zwar angeschlossen, aber weg damit. Ach ja, da ist eine Ruine, da ist ein Apollo-Tempel daneben. Wo bin ich denn jetzt hier gerade? Also das ist so die Ecke da oben. Da oben links in der Ecke ist ja tatsächlich echt ganz schön viel. Das ist alles auf einer Ecke gefühlt. Ja, da ist ein Dings, hier eine Ruine, da ist ein Schloss Schlemin dabei und da ist noch eine Ruine. Also ich habe jetzt noch gefühlt unten die beiden Apollo-Tempel und dann habe ich irgendwie noch 4 Punkte oder sowas unten links. Und oben ist es auch nicht so voll. Warte mal, das. Ah ne, das ist auch noch auf meiner Seite. Das ist auch noch ein Apollo-Tempel auf meiner Seite. Das ist auch noch ein Apollo-Tempel auf meiner Seite. Der Apollo-Tempel ist ja relativ nah dran. Ah, hier sind auch zwei Ruinen nebeneinander. Was ist das da? Ah, das ist ein Heißluftballon. Also mir gehört ein Schloss noch, mir gehören zwei Apollo-Tempel, zumindest die unten stehen, die anderen könnten oben noch drinnen stehen, müsste ich mal gucken. Okay, das ist mein Apollo-Tempel. Oh, das ist mein Apollo-Tempel. Das ist deiner. Das ist mein Apollo-Tempel. Was sind die Scheiße? Das ist deiner. Ja, wird man jetzt mal natürlich mal sehen, ob sich da jetzt irgendwas. Du hast ja ein Apollo-Tempel fast in deiner einen Stadt stehen. Ja, das ist oben direkt darüber, so ganz knapp. Also drei Apollo-Tempel sind bei mir nicht angeschlossen. Das eine Schloss ist nicht angeschlossen. Und dann habe ich halt noch so ein paar viele Ruinen. Das heißt, ich habe sieben Ru ich habe insgesamt 11 Sehenswürdigkeiten nicht angeschlossen aktuell bei mir. Okay. Davon sind mindestens 4 oben rechts, wenn ich vermutlich sogar noch ein paar mehr. Oh, mein Zug fährt endlich mal wieder los mit 322 von 600. Wie darf ich da drüben bei dir stehen? Kann ich dann gleich wieder losfahren? Ordnung, Ordnung, Opa, 105 Leute. Irgendwie will es mir keiner. Weil alle nach Ordruf, 600 Leute. Aber merkt man irgendwas? Nicht so wirklich, ne? Merkt man irgendwas im Schiff? Ohren.
Ja? Wird auch ein bisschen dauern, denke ich, bis das man merkt. Geht das Stadtwachstum da in der Richtung hoch? Hannover 12,9, Hohenleuchten, nee, Hohenleuleben 13,2, Alter. Jetzt auf jeden Fall erstmal wieder zu mir zurückwechseln. Nicht um Ja. denselben Fehler noch ein viertes Mal zu machen, so gefühlt, wo man einmal halt alles aufbaut und dann feststellt, oh, ja, war nicht meins, ne? Hildesheim, Benjamin Franklin, das ist der. Aber ich würde sagen, wir sind am Ende der Folge angekommen. Ja, sofort. Das ist die Zweierlinie. Bist du einer für die Zweierlinie? Linie, das sind zwei, alles klar. Das ist das. Gut, dann würde ich sagen, muss rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.